Wir machen eigentlich bei fast jeder Messung einen Fehler. Selbst wenn wir Personen durchzählen, also sagen wir mal, wir zählen 10 Personen, könnten wir einen Fehler machen. Sicher ist der nicht groß, der liegt wahrscheinlich im Bereich von plus minus einer Person. Und jetzt können wir den Fehler einmal als absolut darstellen oder als relativ. Das hier ist jetzt absolut dargestellt. Wenn wir es relativ darstellen, ist uns sofort offensichtlich, der Fehler ist hier 10%. Aber wie rechnet man das aus? Ganz einfach, indem man diese Abweichung hier, wenn wir das mal als den Wert ansehen, das hier ist der Wert, also den wir gezählt haben, und das ist die Abweichung, dann teilen wir die Abweichung durch den Wert und kommen dann auf 1 durch 10, das ist 0,1 mal 100 und dann kriegen wir 10% raus. Also wir können hier auch schreiben, 10 plus minus 10%, oder wir können auch schreiben 10 plus minus 1 durch 10. Und wenn wir das dann noch in Prozent schreiben wollen, müssen wir es noch mal 100 machen. Also das wäre äquivalent zu 10 plus minus 100 durch 10 und dann wäre es in Prozent. Wenn man nun Ereignisse zählt, wie jetzt bei der Mikrosonne zum Beispiel Counts, dann macht man da auch einen Fehler. Also über die Zeit, einfach im Detektor selbst, über die Zeit T werden Ereignisse gemessen und idealerweise würde das natürlich so aussehen. Tatsächlich sieht es aber eher so aus. Also ein gewisses Rauschen hier. Und den Fehler, den man hierbei macht, nennt man den zählstatistischen Fehler. Also man zählt eben die ganze Zeit und macht hier einen gewissen statistischen Fehler. Und dieser zählstatistische Fehler wird ausgedrückt als Wurzel n. Und in dem Fall wären das also die Wurzel aus den Counts. Also, und diese Wurzel aus den Counts, das wäre dann wieder diese Abweichung hier. Wenn wir jetzt das von oben angucken, dann haben wir den Wert plus minus der Abweichung. Also wenn wir jetzt hier zählen und wir zählen hier beispielsweise, sagen wir mal, 10.000 Counts, dann wäre das der Wert, 10.000 Counts. Die Abweichung ist das hier, das heißt plus minus Wurzel aus 10.000. Oder wenn wir es relativ schreiben würden, wäre das 10.000 und jetzt mal absolut. Und dann die Abweichung 10.000 durch, also die Wurzel aus 10.000 durch 10.000. Und damit haben wir unseren zählstatistischen Fehler auf einer Messung. Und das wollen wir jetzt mal in einem Diagramm anschauen. Wenn wir uns zunächst mal den absoluten Fehler angucken, dann sehen wir hier in dem Diagramm auf der X-Achse die Gesamtcounts, auf der Y-Achse den absoluten Fehler, dass je mehr Counts da sind, der absolute zählstatistische Fehler relativ abnimmt. Also hier in absoluten Zahlen ausgedrückt, aber man sieht, dass der weniger wird im Vergleich zur Zunahme der Counts. Und deshalb macht es auch Sinn, sich das relativ anzuschauen, also dann hier der relative zählstatistische Fehler. Und das sieht man, wenn man sehr wenig Counts hat und dann sich den Fehler auf der Y-Achse anguckt, jetzt in Prozent, ich trage hier mal einfach 100 Counts ein, dann hat man also hier sind jetzt 100 Counts, dann sieht man, wie der zählstatistische Fehler extrem schnell abnimmt von 100% auf sowas wie vielleicht 20% bei einem Total Counts von 100. Und wenn man dann mal die Total Counts auf 1000 setzt, dann sieht man, dass der Fehler sehr schnell noch weiter abnimmt, auf sowas wie vielleicht 5 oder so Prozent. Ich ändere mal die Y-Achse, damit man es besser sieht, auf 10%. Das sieht man mal hier vielleicht bei 4% oder sowas. Jetzt Total Counts heißt, also oftmals misst man das Ganze an Counts per Second, aber angenommen, man hat jetzt 1000 Counts per Second bei K Alpha 1 oder sowas von Eisen,
Dann misst man aber 10 Sekunden, dann hat man nicht 1000 Counts, sondern 10.000 Counts. Also man kann einfach durch die Messzeit selbst dann die Counts, die Total Counts erhöhen und der zählstatistische Fehler bezieht sich auf die Total Counts. Also machen wir das mal, machen wir mal 10.000 Counts. Und dann sehen wir, da fällt der Fehler sofort weiter auf sowas wie unter 2%. Schauen wir mal, da liegen wir schon mal 1,25%. Und dann gehen wir mal auf 100.000 Counts. Also da müssten wir schon 100 Sekunden messen, wobei die Counts per Second bei sowas wie vielleicht Eisen, Magnesium, Silizium oder sowas liegen schon bei im Tausenderbereich. Also 100.000 Counts oder sowas sind es nicht unrealistisch. Also geben wir mal ein, 100.000 Counts. Und da sehen wir fallen hier auf sowas wie 0,5% relativer zählstatistischer Fehler. Ich gebe hier mal 1% ein auf der Y-Achse, dann sieht man es besser. Und jetzt wird es interessant. Jetzt sind wir bei 0,4% relativem zählstatistischen Fehler, zum Beispiel auf einem Peak. Jetzt gebe ich hier mal ein 500.000 Counts. Und dann sehen wir, hier waren wir gerade bei 100.000 und hatten so einen Fehler von 0,3%. Wenn wir jetzt weitergehen, fällt der zählstatistische Fehler kaum noch ab. Das heißt, ab so etwas wie 100.000 Counts, 50.000, 100.000 Counts oder sowas, müssen wir wirklich anfangen, wahnsinnig lang zu zählen, um noch ein bisschen mehr, besseren zählstatistischen Fehler zu bekommen. Das heißt, das macht keinen Sinn mehr. Und das müssen wir uns wirklich vergegenwärtigen, dass man irgendwann, wenn man ein Messprogramm macht, das so einstellt, dass die Zählzeit nicht mehr ist als vielleicht 100.000 Counts oder wenn wir hier nochmal gucken, auch so etwas wie 50.000 Counts. Zwischen 50.000 und 100.000 ist auch kein großer Unterschied. Ja, eigentlich alles so ab 20.000, 50.000 Counts ist vollkommen ausreichend bezüglich des zählstatistischen Fehlers. Und das sollte man sich immer wieder vergegenwärtigen.